Hallo meine lieben Freunde zu einer weiteren Ausgabe von Layers of Fear, die Tochter Special. Das ist der Teil 2. Ja. Und wir spielen da in aller Ruhe und gemütlich weiter und schauen mal, was wir hier noch so in Erfahrung bringen können. So, aus irgendeinem Grund komme ich hier, aber so wie es ausschaut, gar nicht return. Oh ja, warte mal, hier haben wir den Pinsel. Finally, are you ready to embrace true art? Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser and have some stories to tell. So, und jetzt bin ich natürlich gespannt. Jetzt pass mal auf. Jetzt liegt hier die Farbe Rot. Die lasse ich aber erstmal liegen. So, wo haben wir hier dann den zweiten Satz? Haben wir gesagt, da hinten. Hinter diesen Kästen sind die grün. So, und jetzt dann suchen wir hier noch einen weiteren Satz. Es ist zum Rotkäppchen, hätten wir können. Retour schauen. Was ist mit denen? Die sind immer noch so gelb, würde ich sagen. Jetzt nehmen wir noch einmal die gelben. Ich bin mir nämlich sicher, ich habe Rot genommen und Grün bei meinem ersten Run, und es ist ja so, wir haben drei Enden und man muss irgendwie anders spielen, um zu einem anderen Ende zu kommen. Ich habe keine Ahnung, ob das mit den Farben was zu tun hat. Ich habe noch eine andere Idee, aber zu der kommen wir erst. So. Brilliant! Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. So. Er meint aber jetzt an, brillant, nehmen wir noch mehr von derselben Farbe. Ja. Pass auf, jetzt batzen wir da noch Rot drüber, okay? Ich meine, einfach nur aus, was weiß ich. Ah, yes, the autumn of life. When man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares, when the skies grow dark. So, zumindest hat sich jetzt etwas verändert. Und jetzt schauen wir, ob wir hier irgendwo wieder diesen Buntstift hier finden. No, die Wachskreide. You are doing so well. I warned you time and time again. I won't let you waste time in these mindless doodles. This is for your own good. So. Und da sind wir wieder unterwegs. Pass mal auf. Wir schauen mal, dass wir hier die Rotkäppchen-Story zu Ende bringen. Den Erfolg haben wir schon eingefahren. Tut mir wirklich wahnsinnig leid. Habe ich alles off-screen gemacht. Aber die Story können wir uns nochmal anschauen. Also nochmal, wie es weitergeht, meine ich. The little girl in red came upon a crossroads. There she stopped and wondered, which way should I go? Up jumped the wolf and gave the poor girl a fright. Do not be afraid. I'm not gonna bite. I just want to help you in making your choice. Come now, be reasonable. Listen to my voice. One of these paths with danger is fraught, while the other one, most assuredly, is not. The little girl in red took a shortcut, she knew, through a lovely field of corn, all covered in dew. But the field grew dark and full of despair. An eerie sense of dread filled the morning air. The girl heard the wolf yelling from afar. You have chosen poorly. You will not get far. Had you only learned how shadow and light intertwined on canvas, you could have chosen right.
The little girl in red ran as fast as she could, her flowing dark hair tucked under her hood. But she quickly got tired, worn out by her flight, and succumbed to the darkness, never to see the light. This is natürlich a story, die sollte man einem Kleinkind erzählen. Der kleinen Tochter, die freut sich sicher, die applaudiert wie die Wahnsinnige, wenn sie diese scheußliche Geschichte bis zu Ende hört. Sodala, also pass auf, wir gehen zurück zur Staffelei, da haben wir wieder unseren Pinsel, den greifen wir im Moment noch nicht an. Wir wollen hier ganz andere Sachen sehen. Wir folgen... Ja, komm, hier, diesen... Händelhaxen, diesen Händelspuren. Und siehe da, sind hier noch ganz andere Spuren zu finden. So, und da sind wir hier bei einem Apfelbaum. Mit Baumhaus und allem drum und dran. Da können wir auch rein, glaube ich. Hier. Oder auch nicht. Sodala, also der Baum wird gefällt und mit dem Baum natürlich auch wir und dann sind wir hier unten und was das Ganze hier für einen Sinn gehabt hat, fragt mich. Are you trying to annoy me? This is not what I've taught you. Bitte nicht, dass ich es rausbringe. So. Aber wir haben wieder diesen Stift einstecken, vielleicht war es auch nur das. So, wir gehen da zurück und zwar im Sauseschritt mit der Hochstelltaste as fast as possible und folgen hier der roten Spur. Wo immer das die auch hingeht, warte, wir haben es gleich. Zum Blümchenfein. So, scheinbar war da hier nur ein, ich weiß nicht, eine Erinnerung? Oder sind wir jetzt eingesperrt hier? Was ist los? So, ne. Eine Erinnerung an die Sonnenblume. Dass man da nicht mehr machen kann, ich verstehe es irgendwie nicht. Ich muss da echt jetzt nochmal hinhatschen. Aber es scheint das gewesen zu sein. Don't know why, not more. I'm so sorry. Oder ich sehe es nicht. Kommentare sind nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. So, da gehen wir zurück. Im Schweinsgalopp. Hoppala, zurück, haben wir gesagt. Und folgender... hier Samtpfotenspur, der Tatzenspuren. In der Hoffnung, dass man da irgendwo wiederum an diesem Schwert vorbeikommen.
kommen wir nicht. Geht's da hinten weiter? Frage an Radio Erivan. Na, da geht's auch nicht weiter. Da ist auch Blümchen. Kann man da irgendwo trotz alledem... einen Abkürzer wenigstens nehmen. Daher zu nichts und wieder nichts. Das ist schwer alles für mich so richtig zu definieren. Verlangt man schon ein bisschen viel, dass man die Träume anderer Personen versteht. So, und ich finde dieses komische Schwert im Stein nicht mehr. Tut mir leid, das war da. Na, da ist es. Schau her. Was ist denn das da? Da steht ein Kaffeeheferl. Und wir können dieses vermalteite Schwert immer noch nicht nehmen. Das Einzige, was wir machen können, das ist... Wir können da mit F12 einen Screenshot machen, dass wir wenigstens ein Startbüdel haben von dem Schwert, das wir nicht auszahlen können. Oder noch nicht herausziehen können. So! What? You think I'm enjoying this? You think I'm doing this out of spite? Get it right next time and I won't have to fix it for you. Erst bitte diese Schlange. Und ich habe ja den Verdacht, dass ich quasi diese Schlange hier, dass ich... Also ich kann das jetzt gar nicht verlassen. Ich habe mir gedacht... Man nervt mich die... Ah, hier der Pinsel. Ich verstehe. Ich gehe jetzt noch einmal hier zurück zu diesem Schwert im Stein. Puh. Ich habe nämlich den Verdacht, dass wir quasi dieses Schwert nur dann ergreifen können. Wenn die Schlange in der Nähe ist. Aber ich finde es eh schon wieder nicht. Das ist ja zum Aus der Wäsche fahren. Leute, ich finde es nicht. Ah, das ist ja echt. Wo ist das komische Schwert? Ich meine, gerade haben wir einen Screenshot davon gemacht. So, einmal gehe ich jetzt noch und dann lasse ich es aber gut sein hier. Was denn? Was ist das denn? Statt dem Schwert finden wir hier, ich weiß nicht, ein Puppenhaus oder ein Haus oder mit einem riesen Teddybären drinnen. Hä? Irgendwas
So, okay, kann ich nicht mehr rein. Passt, gehen wir wieder. Ja, aber ich meine, Hallihallo. Holla, die Waldfee, das gibt's ja gar nicht. So, pass auf, jetzt machen wir hier von diesem mysteriösen Haus, das ein bisschen ausschaut hier wie... der Hütte im Wald. Aber wie gesagt, das Schwert ist weg, aber es stand ja, er hat's genommen. So, pass mal auf, jetzt folgen wir hier noch der roten Spur, Leute. Ich muss das jetzt hier machen. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Aber ich bin irre neugierig. Jetzt folgen wir hier mal der roten Spur. Kommen hier. Ah, jetzt erwischt uns das. Na, wenigstens haben wir schon vorher das Blatt hier in der Hand gehalten. Und wir müssen jetzt theoretisch, warte mal. Puh. Warte mal, hier, wir sind dieser Spur gefolgt. Und da kommen wir zur roten Spur. Passt, und da sind wir da weg. Jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz, hoffentlich erwischt uns jetzt dann die Schlange nicht, wollte ich sagen. Wer mich lasst nämlich die Aussage, er hat's genommen, also quasi der Vater hat's genommen, dieser Arsch, die lässt mich irgendwie nicht in Ruhe. Das heißt, wir werden hier mal nach rechts abbiegen, in der Hoffnung, dass wir hier einen weiteren Hinweis erhalten. Aber dem ist leider nicht so. Weil wenn das Schwert nämlich weg ist, dann muss es ja irgendwo sein, ne? Nervt es. So, aber jetzt habe ich echt genug. Are you ready to embrace true art? Ah, yes, the autumn of life. When man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Wenn es am Himmel finster wird, hat er jetzt dann gemeint. Okay, also wir müssen jetzt an den Himmel finster machen, oder was? Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr zuhören, was der Vater hier von sich gibt. Jetzt schauen wir mal, welche Farben das wir hier noch finden. Okay. Kann das sein, dass sich die Location hier verändert hat? Ich bin mir jetzt fast sicher. Aber wie? Die hat sich aber wie verändert? So, was haben wir hier? Blaue Farbe, wenn sich der Himmel verfinstert. Die lassen wir jetzt auch mal liegen. Vielleicht sind wir tatsächlich hier diesmal auf einen anderen Weg unterwegs. Das
kenne ich nämlich alles noch nicht. So, grüß Gott, Frau Kompott. Super lustig. Da kommt ein ganzer Wandschrank auf uns zu. Ist euch sowas schon mal passiert? Ein Wandschrank voll mit Stiften. Also für mich war es das erste Mal. Und ich kann mir lustigere Sachen vorstellen. So, in der Hoffnung, einen Erfolg zu ergattern, die brauchen wir. Weil der Himmel wird sich verfinstern, jetzt nehmen wir die schwarzen. Ja, und dann schauen wir, dass wir wieder zu unseren Gemälde kommen. Scheinbar haben wir alles nur geträumt, ihr seht. Es ist wieder alles völlig normal. Wie eh und je. Die lassen wir links liegen. Und dann schauen wir mal, ob wir das Richtige gemacht haben. Mit viel Glück wird der Himmel schwarz. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. So, wir sollen das Ganze ein bisschen aufhellen, sagt er jetzt dann. Ich meine, was ist eigentlich los mit ihm? Da unten ist ein Picture. So, da haben wir den Wachsmalstift. Die Frage ist, gehen wir jetzt dann rüber, wenn das Bild so ausschaut? Versuchen wir es mal, komm. No! Put that down! You are doing so well! What? You think I'm enjoying this? You think I'm doing this out of spite? Get it right next time and I won't have to fix it for you! So, in der Hoffnung, das Richtige getan zu haben. Schau mal, wir haben da einen Trampelpfad mehr, nämlich diesen hier, und den werden wir jetzt dann folgen, und zwar as fast as possible. Eieiei, das nervt so das Ding. Und irgendwie, ich finde dieses Schwert im Stein nicht, und wenn ich es finde, kann ich es nicht rausnehmen. So. Jetzt haben wir zumindest einmal hier das Picture abgegrapscht und abgegriffen. Und jetzt schauen wir noch einmal ganz kurz, ob wir das Schwert im Stein finden. Und dann können wir, wenn ihr wollt, noch einmal flugs nach hinten schauen. Zum Rotkäppchen. Zack, und da hat es uns schon wieder. Ich habe jetzt, bin jetzt nicht weggekommen. Falsche Richtung. Hier waren wir.
So, keine neuen Erkenntnisse und keine neuen Erkenntnisse. Wir sind nicht mal hier sicher, aber in dem Fall bin ich ihm gar nicht böse. Schau mal hier. Gaudi halber. Und nach rechts in dem Fall. Okay, keine neuen Erkenntnisse. Und wieder retour. Und hier nach rechts. Und gib ihm. So, da man einen Stift nehmen können, okay. Aber ich glaube, das hatten wir schon. Auch interessant, da erscheint uns jetzt dann der Wolf. Zu dem wollte ich sowieso auch noch ganz kurz einmal hier hinterlaufen. Ob es hier noch einen Rotkäppchen-Teil gibt. Na geh. So, komm, avanti. Okay, liebe Freunde, die Location, die ist zerstört. Es gibt kein Kasperle-Theater mehr. Es hat sich auskasperle-theatert. Dann schauen wir, was man hier macht. Machen können mit dem Gemälde, wenn wir den Stift wieder there. Drin haben. I hope you're satisfied with yourself. Stop crying. We'll pick this up tomorrow, and I swear to God, I better start seeing some progress. Looking back, I don't think my father ever really wanted a child. It's no wonder I was never truly allowed to be one. No, no, what he wanted, above all things, was a successor. Someone to carry on his legacy. Anything else was just a distraction. So, und es geht hier im Prinzip um diese Kinderzeichnungen. Das sollen wir, glaube ich, noch ein Stück finden. Zwei haben wir schon. Und hier ist leider auch keine Erinnerung. So, die Location ist uns natürlich bekannt. Altbekannte Location. Was haben wir hier? Zack. Drei haben wir. Why pink? Na, die können wir da nicht draufhängen. Das gibt's ja nicht. Das ist meine Lieblingszeichnung, aber ihr seht, leider, sie geht hier nicht drauf. Schade. So, Taschenlampe an, sonst sehen wir hier nichts und wir gehen schon weiter. Zack. So, Frage, gehen wir runter. Komm, gehen wir runter, oder? Wenn wir da sind, machen wir als nächstes das untere Geschoss. Aber eins zeige ich euch, liebe Freunde, wir gehen da runter im nächsten Part, denn wir gehen wieder auf die 30 Minuten zu. Ihr wisst natürlich, Partlänge 30 Minuten. Da versuche ich mich immer einzupendeln. Ich sag wieder mal danke fürs Zusehen und tschüss!